Das war 80, ja, da bin ich den Papst gefahren. Und bis dahin war der Motor einfach mit 90 PS, der 230er, hat vollkommen ausgereicht. Ja. Mit dem Auto hat man dreiviertel Jahr gebaut, bis es fertig war. Da bin ich halbes Jahr jeden Morgen von hier mit dem Pkw nach Sindelfingen gefahren, dass ich gewusst habe, wie das Auto gebaut wird. Wo die Heizung ist, wo und. Und am nächsten Tag bin ich dann auf die Einfahrbahn gefahren, auch spät abends, weil da war dann nichts los. Und dann haben die mir gesagt, so, die Einfahrbahn darfst du befahren, weil wir haben sie gesperrt. Da sag ich, wie, ihr habt sie gesperrt? Wieso denn? Ja, du darfst ja bloß 3 km/h fahren. Schneller darfst du gar nicht fahren mit dem Auto. Das Problem war das, da waren überall Messstellen drin. Man hat wissen wollen, ob das Getriebe und der Motor die kleinen Geschwindigkeiten aushält. Und so hatten wir etwa 100 Messstellen drin in dem ganzen Auto. Ja. Und dann bin ich da 3 Stunden, glaube ich, im Kreis rumgefahren. Ja. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn. Danke fürs Laden dieser Folge Alte Schule. Mein heutiger Gast hat sich in seinem Berufsleben einem ganz speziellen Fahrzeug aus dem Hause Mercedes-Benz verschrieben, und zwar dem Geländewagen namens G. Ein Auto, das nicht nur ich cool zu finden scheine, was man an den stabilen Gebrauchtwagenpreisen ablesen kann, auch sehr zu meinem Leidwesen übrigens. Der Mercedes G ist ja schon in einigen Podcasts hier erwähnt worden. Albert Hack zum Beispiel hat den Wagen einst am Leben gehalten, als er schon abgeschrieben war. Gunter Holtorf, Gott hab ihn selig, ist mit seinem G fast 900.000 Kilometer rund um den Globus gekraxelt und damit absoluter Roadtrip-Weltrekordhalter. Und heute rede ich mit dem Mann, dem wir unter anderem den G mit V8 zu verdanken haben. Denn Heinrich Wangler hat speziell bei seinen Vorführungen vor dem Militär im Nahen Osten beim Öffnen der Motorhaube regelmäßig rätselnde Blicke kassiert mit der Frage, ob denn da wohl nicht ein Teil vom Motor fehlen würde. Dass der Wagen dann im Gelände mit seinem kleinen Vierzylinder trotzdem alle Mitbewerber nass gemacht hat, konnte nicht über das fehlende V8 blubbern hinwegtäuschen. Jetzt aber noch eine wichtige Frage. Kennt ihr das eigentlich? Ihr sucht eine Werkstatt für euren Klassiker, aber dort, wo ihr bisher immer bestens aufgehoben wart, hängt nur noch ein zu vermieten Schild im leeren Fenster. Oder ihr wollt euren Klassiker bei eurer Werkstatt abgeben, aber bei der Nennung des Modells blickt ihr in fragende Gesichter? Ja. Klassiker benötigen manchmal spezielles Wissen, Wissen, das leider mehr und mehr verloren geht, und das bemerkt ihr auch bei meinen Gästen immer wieder, womit wir beim Partner der heutigen Folge wären, denn umso wichtiger ist ein verlässliches Netzwerk, und deshalb finde ich das, was Mercedes-Benz Klassikpartner macht, besonders lobenswert, denn die haben das Klassikpartner-Netzwerk, wo jede beteiligte Werkstatt angibt, welches Wissen über Mercedes-Klassiker dort verfügbar ist und auf welche Modelle aus der langen Historie sie sich spezialisiert hat. Und das natürlich immer aktualisiert. So könnt ihr sicher sein, dass euer Mercedes-Benz-Klassiker von fachkundiger Hand gewartet oder repariert wird. Und ich rede nicht nur von Autos aus den 60ern und 70ern, denn auch Youngtimer, die in den 90ern oder um die Jahrtausendwende gebaut wurden, sind längst nicht mehr alltäglich und benötigen spezielles Detailwissen. Wenn ihr herausfinden wollt, wo der nächste Experte für euren Mercedes-Benz-Klassiker zu finden ist, dann nutzt jetzt die Klassikpartner-Händlersuche unter www.mercedes-benz.de/klassikpartner. Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und hier gibt's jetzt 3 Sperren für ein Halleluja. Hier ist der Mann, der auch mit einem schwachbrüstigen 230er die steilsten Dünen erklimmt. Hier ist für euch Heinrich Wangler. Ich bin in Bayern geboren. 47 und 53 sind meine Eltern von Rieden, was in der Nähe von Dasing liegt. Das kennst du bestimmt, an der Autobahn. Und da waren wir zu Hause, da ging aber nicht mehr viel. Und dann ist man dahergezogen nach Backen, da hat meine Oma gelebt. Ja, und dann bin ich in Maubach in die Schule gegangen. Hab dann irgendwann, als wir fertig waren, gedacht, ja, ich werde mal Automechaniker, weil mein Vater, studierter Musikus, in Eger mit irgendeinem da studiert, also der bestens bekannt. Und auf jeden Fall, wenn da was war an seinem DKW, kannst du nicht einmal danach gucken. Ja, ich bin in den Schulgang. Ja, da hat man halt mal geguckt, was da los ist. Und ja. Man hat Kopfdichtung mal kaputt und mal das und mal das. Und ich habe das halt repariert. Und als ich dann fertig war mit der Schule, dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich jetzt Automechaniker, weil Auto hat mich immer interessiert, ne? Schon klar. Ja. Und dann war ich dann bei der Firma Burger Schlotz, heißt sie mittlerweile, in Backnang,
Weil den habe ich dann gelernt. Und war noch ein Jahr, fast zwei, bei denen noch von 62 bis 67. Mhm. Und bin dann im Januar 68 zur Bundeswehr. Durfte ich dann endlich zur Bundeswehr. War ich nicht begeistert, macht nichts. Weil ich habe in der Zeit noch Radball gespielt. Radball? Ja. Okay. Ja, was Ausgefallenes ist, ne? Mhm. Ja, in der Jugend zweimal dritter Deutscher Meister und leider so ein Späßle, ne? Ja. Einradfahren und so, überhaupt kein Thema. Ne? Und als ich dann vom Bund wieder kam, sagt der Chef vom Schloss, euch zwei kennen wir nicht mehr brauchen, weil mein Schulfreund ist auch gleichzeitig mit mir zum Bund gegangen. Mhm. Und dann hat er gemeint, er braucht uns nicht mehr. Dann habe ich bei der Firma, bei der mein Vater LKW gefahren ist, weil mit seiner Musik, er konnte zwar alles spielen und hervorragend, ja, mhm. aber als Musiker war es halt nichts. Brotlose Kunst. Ja, genau. Und dann bin ich bei der Firma, wo er gearbeitet hat, der Baufirma, die haben mich dann eingestellt in die Werkstatt, ihre Autos reparieren. Mhm. Ja, gut. Das ging eine Zeit lang ganz gut. Und irgendwann hieß es, ja, wir haben gerade keinen Fahrer, du hast doch der Zweierführerschein, du kannst ja fahren. Ja, gut, bin ich halt gefahren. Ja. Und irgendwann kam er morgens zur Arbeit. Ja, das war dann 74. Ja, die Firma ist Konkurs. Da bin ich da weg. Was will man machen? In Backnang war eine Firma, die hat Altvater, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Man hat so wie die Remontis Müllabfuhr. Okay. In allen Varianten, was es bloß gibt, war riesige Firma. Mhm. Da bin ich da hin in die Werkstatt. Und nach zwei Jahren haben die Werkstatt verlegt. Da hoch auf dem Flugplatz, da hinten dran. Dann habe ich gesagt, und jetzt mache ich das, was ich nie wollte. Bewerbe mich bei Mercedes. Aber warum wolltest du das nicht? Weil ich immer da reinfahren musste, wenn ich das gesehen habe. Morgens dieses Theater da. Ja. Ja. Auf jeden Fall blieb mir ja nicht viel anders übrig. Ja. Bin ich da rüber und da drüben in den LKW-Versuch. Ja, wir brauchen jemand. Hat man mich eingestellt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt dass gar nicht, dass die Geländewagen machen. Ja, da waren der 406er, der kleine LKW. Den haben die gemacht in der Gruppe. Und sonst eigentlich nichts. Der Unimog, den gab es ja auch schon. Ja, ja, aber da waren gar genau. Ah ja, okay, ja, stimmt. Genau. Das sind gar genau, hier waren die kleinen LKW. Und dann habe ich da so ein komisches Auto rumfahren sehen. Dann sage ich, was ist denn das? Ja, das ist unser Auto, das machen wir auch. Es heißt Explorer. Ja, wird bei uns betreut. In welchem Jahr war das? 77. Im Juni, 1.6.77 habe ich da angefangen. Mhm. Ich sage dir mir, das machen wir auch. Ne? Dann war ich zwei Wochen dort. Dann bin ich mit einem der Ingenieure immer auf die Schwäbische Alb gefahren. Da ist ja das Leistungszentrum von Mercedes, da oben auf dem Lämmerbuckel. Mhm. Ne? Ich habe dann immer Stoßdämpfer gewechselt, der gute Mann ist gefahren. Dann sagt er, jetzt fahr doch mal hinter mir her, wir haben doch zwei Autos, einen kurzen und einen langen. Und da oben bei Westerheim, da gibt es so eine schöne Strecke. Ne? Habe ich mir nichts dabei gedacht. Und der fährt von weg. Und ich war immer hinter ihm dran. Und bei der zweiten, dritten Runde hat er dann gehalten und sagt, also bis jetzt habe ich deine Kollegen alle abgehängt. Aber dich kann man ja nicht abhängen, hat er gemeint. Ich sage, was heißt, mich kann man nicht abhängen, wenn du so schnell fährst, kann ich auch so schnell fahren. Ja. Was hat er gemacht? Da kommt eine S-Kurve. So. Dann geht das Ding so rum und wieder so runter. Und da ist ein Feldweg geradeaus durch. Aber wenn man über die Hauptstraße fährt, ist der Absatz so hoch wie der Tisch. Da ist er dann mit 60, 70 drüber gefahren. Das war mein erster Flug mit dem G. Okay, ja. Mhm, ja. Der war dann ganz begeistert. Dann hat er gesagt, du schreckst hier, fahr gar nichts zurück. Dann sage ich, die Bremse sollen. Nee, das stimmt nicht. Ich habe lieber gedacht, ich habe ja gesagt, wie du geflogen bist. Deshalb war mir das klar, wenn das deiner verträgt, meiner. Ja, ja. Und dann ging das eine Zeit lang noch. Und dann im August hat mir jemand gesucht,
der mitfährt mit einem Herrn, mit dem 813 LKW nach Ankara. Weil der da vorne steht, ein LKW, der hat für die LKWs die ganzen Vorführungen gefahren. Überall, egal wo, der hat das immer machen müssen. Und deshalb hat man den geschickt und mich als Monteur mitgeschickt. Ja, okay. Man hat mich gefragt, kannst du Englisch? Ich sage, muss Englisch ist nicht weit. Ja, aber man kann sich durch. Ja, dann sind wir da mit dem 813er. Dann, und ja, es ist Gott, bloß 3 Wochen, dann bist du wieder daheim. Ja, gut, okay. Eine Woche runtergefahren, eine Woche in Ankara. Und dann ist der gute Mann, der hätte dann die Vorführung machen sollen. Da ging es da so einen Berg hoch, so 5 Meter. Bergerle, sage ich heute dazu. Ja. Und der kam mit dem Auto einfach da nicht hoch. Das gibt's nicht, dass das Auto nicht so hoch geht. Na, probier's doch du. Hab mich reingesetzt, 3-mal Anlauf genommen, beim 3. Mal ist er oben rausgeflogen. Ne? Na, gute alte Tradition. Na, ja, da war es noch keine Tradition. Ne? Na, sagt er, wenn du so Auto fahren kannst, dann fährst du jetzt die Vorführung, ne? Die. Ja. Na, sagt er, das ist aber ein bisschen komisch, ne? Sagt er, ne? Das probieren wir aus. Ich zeig dir die kleinen Kniffe, die man braucht, mit Luftdruck und so weiter und so fort. Ja? Dann habe ich die Vorführung gefahren. In Ankara, auf so einem Militärgelände. Ja, ja, und dann. Jetzt war natürlich einmal fährt man durch, 2-mal durch, dann gucken die alle, die da sind und freuen sich, dass man das machen kann. Und dann heißt es so, jetzt fahren wir mit. Und dann haben sie hinter das Auto noch 4 Personen eingesetzt. Und dann sind wir halt das gleiche nochmal gefahren. Und da war ein Stück oberhalb an dem Berg, ging es nochmal so, ja, so ein Stück hoch. Und da ging das Auto auf einmal nicht mehr weiter. Da denke ich, das gibt's doch nicht, da ist irgendwas kaputt. Bin weitergefahren, habe schon gehört, dass es kracht hat in der Hinterachse. Da war hinter die Sperre kaputt. Das war noch ganz alte Sperre. Hm. Die hat damals noch 6 Zähne gehabt, was dann daraufhin geändert wurde auf 5. Hm. Die waren dann etwas dicker. Die haben dann gehalten. Ja, und dann waren wir da unten fertig. Dann haben wir gesagt, so, jetzt fahren wir wieder heim. Wir hatten dann noch einen von der Verkaufsförderung dabei, General AD. Ja, jetzt fahren wir nicht heim, hat er gesagt. Ich sage, wie, jetzt fahren wir nicht heim? Ah ja, jetzt, wenn wir schon mal da sind, können wir weiterfahren. Über Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, Katar und dann fahren wir wieder heim. Hätte ich jetzt auch gesagt, wenn man schon mal auf der Ecke ist, oder? Ja, hat uns aber vorher keiner gesagt. Ne? Nach 9 Wochen sind wir dann wieder zu Hause gewesen und 19.000 Kilometer. Ja? Mit dem 813er mit Plane drauf. Es war August, war schön warm. Ja. Ne? Und dann runter durch Saudi, durch die Wüste zu fahren, Richtung Kuwait. Erstens mal haben wir ein Problem gehabt an der Grenze. Wollten die uns erstmal gar nicht durchlassen. Wir haben aber, weil unser Herr General hat ja unsere Pässe schon, da war schon Visa drin. Für Jordanien, für Kuwait, Saudi-Arabien. Hat er schon vorab gemacht. War alles schon drin. Okay. Haben wir aber gar nicht gewusst. Ne? Ja, da waren wir da halt. Sind wir da halt runtergefahren und nach Kuwait dann über. Ja, und was machen wir da? Ja, da machen wir jetzt Vorführung. Ja, wie Vorführung? Dann sind die erstmal gekommen vom Militär, haben die Haube aufgemacht und da war ein 4-Zylinder mit 90 PS drin, Benziner, der 115er Motor. Ja, gibt es den Namen immer ganz immer durch. Ja, man hat ja schon gewusst, um was es geht. Ja, ne? Ja. Ja, da müssen wir jetzt erstmal in die Wüste fahren, mal gucken, was das Auto kann. Dann sind wir da in die Wüste gefahren und es war das erste Mal, dass ich richtig in der Wüste war. Da haben die alle gesagt, ja, guck dir mal die Düne da an. Da wäre es am besten, wenn du oben drüber fährst. Ja? Und ich sage, können wir ja mal probieren, ob es oben drüber geht oder ob man seitlich rum ist. Bin dann über alle Dinge drüber gefahren, was die wollten. Ne? Das gibt's ja nicht. Das kleine Motor da drin und das Ding geht so. Ne? Also, ja, ich kann nichts dafür, wenn es so gut geht. Es geht halt gut. Ja? Und dann waren wir dann irgendwann mal fertig. Dann ging es weiter. Dann Kuwait über Saudi-Arabien wieder und dann nach Dubai. Da haben wir das gleiche Spiel gehabt. Ne? In Dubai auch wieder Militär, rausgefahren in die Wüste, jetzt zeig mal, was du kannst. Ja. Hat man dann halt gezeigt, nirgendwo stecken geblieben, das war ja prima. Dann ging es weiter nach Abu Dhabi.
Da sind wir dann beim Regieren der Scheich auf seiner Sommerresidenz gewesen. Und dann hat er zu seinem Landrover-Fahrer gesagt, fahr mal du vorne draus, der soll dir hinterherfahren. Guck mal, wo der stecken bleibt. Und der ist immer im Tal entlang gefahren, an der Düne vorbei. Dann habe ich kalt und gesagt, fahr doch mal oben drüber. Nee, das geht nicht, da überschlägt das Auto nach hinten. Das geht nicht, auf gar keinen Fall. Und dann bin ich halt oben drüber gefahren ein paar Mal, wurde mal noch schräg gefahren. Dann ist er auch schräg gefahren und dann hat ihm den Reifen hinten runtergezogen. Dann hat er einen Platten gehabt und kein Ersatzrad dabei. Dann sind wir halt da in Residenz wieder gefahren, haben ein Rädchen geholt und der hat geschwärmt, der Fahrer, das Auto geht wie blöd. Also, da hast du keine Chance mit einem Lenkrad. Dann haben wir das Ding dann reingeschraubt und wieder zurückgefahren und da waren dann noch große Tafel, mindestens so lang wie der. Und da waren noch Außenminister von Katar und was weiß ich, von irgendwo noch ein paar Wagen sind heute, alle mit dem Säbel da drin und so weiter. Ja. Und dann haben die ja das Ganze mal angeguckt. Ja, ja, das ist ja tolles Auto, aber wir haben noch eine Stelle. Da musst du durchfahren oder du bleibst stecken, eins und beiden. Und man denkt, das gibt's doch nicht. Ja. Wo soll ich denn? Da sind wir hinterher gefahren. Dann sagt er so, guck die Strecke an der Hanne durch, das waren so 300, 400, 500 Meter, eine ebene Sandfläche. Ich hab gedacht, wollen die mich jetzt verarschen oder wie oder was? Ja. Dann ist der da mit seinem Lenkrad auf die Seite gefahren und hat gesagt, so, jetzt fährst du durch. Ja. Dann bin ich erst einmal da reingegangen, hab mal geguckt, was das für ein Sand ist. Hab den Reifendruck runtergelassen. Ich hab vom Kollegen, der hat mir das gesagt, den Reifendruck, der muss runter, so weit es geht. Der hat nämlich ein Ding gehabt, wo man Skala verstellen konnte. Ja. Dann hat es nachher nur noch 0,4 anzeigt. Nicht anzeigt, das 0,8, sowas hat es angezeigt. Mhm. Aber 0,4 war wirklich drin. Ja. Ja. Tricks. Dann bin ich da durchgefahren, durch den ganzen Sand. Das haben die nicht verstanden, dass das geht. Das haben die nicht verstanden, dass das geht. Weil alle ihre Autos bleiben da drin stecken. So, da war also die nächsten Auftrag. Kein Auftrag. Nee. War ja nichts mit Auftrag. Man hat das nur zur Kenntnis genommen. Ja, nur Vorführung. Und dann ging es weiter. Im Saudi, Katar, Saudi waren wir ja. Dann sind wir wieder zurückgefahren. Ja, Oman sind wir wesentlich später mal gewesen, kurz. Sind wir zurückgefahren und dann waren wir im November, genau an meinem Geburtstag, wieder zu Hause. Am 16. November. Das war ein guter Trip, oder? Oh, 10 Wochen unterwegs, ja. Also den verregneten Herbst einfach schön ausgespart. Ja, 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 ja. Nee, wir waren noch in Katar, bevor wir ganz heimgefahren sind, waren wir noch in Katar, in dem Hotel, habe ich auch noch nie gesehen gehabt bis dahin, weil da ist ja Alkoholverbot. Mhm. Ja. Aber in dem Hotel gab es eine Lounge und da saßen die ganzen Japaner drin und haben sich total betrunken, ja. Was ist das hier? Da dürfen nur Europäer rein. Und solche, die nicht dem Islam angehören. Ja. Und was machen wir dann, wenn die alle betrunken sind? Und dann bringen die Jungs da in ihr Bett und am nächsten Morgen kommen die wieder raus. Dann haben wir da in Katar eine Vorführung gemacht und dann ging es nach Hause. Wieder durch Saudi durch. Das Schöne ist an Saudi, die Straßen. So weit geradeaus, das gibt's gar nicht. Ja. Ja. Ja, unser LKW, der hat immer mal langsam fahren müssen. Eben, also mit 90 km/h oder 80 dadurch. 80, weil mit 90 ist das schon warm geworden. Ne? Und mit der riesen Beine da oben dran und so weiter. Ja. Ja, ja. Und dann sind wir an die durch Syrien durch, wieder nach Hause, Richtung Türkei, an die Grenze. Und die haben ja immer gemeint, wir wären Mercedes, weil da steht ja Mercedes drin im Schein. Mhm. Ja, also seid ihr von Mercedes, ja. Aber wir sind nicht Mercedes. Ne. Da bin ich abends um 5:30 an der Schranke gewesen, gehe da hin, wir wollen da wieder nach Hause fahren. Nee, heute nicht mehr. Morgen. Morgen zuerst. Und da habe ich schon ein bisschen so auf der Tour meine Erfahrungen gemacht mit den Herrschaften. Mhm. Ich sage, ja gut, wenn du manchmal fahren, dann ist morgen früh, dann fahre ich jetzt vor die Schranke dran, dann bin ich morgen früh der Erste.
Das geht nicht. Da sag ich, so geht das nicht. Ja, morgen früh, da kommen ja noch viele andere auch noch. Sag ich, das ist mir was, aber dann bin ich der Erste. Hab das Auto vor den Schrank gestellt, sodass eigentlich keiner mehr vorbeikommt. Hab abgeschlossen, hab den Koffer rausgenommen und dann ist der rausgekommen aus seinem Häuschen da und hat rumgefrischt. Das geht nicht, das geht nicht. Ich sag, du brauchst bloß einen Stempel reinmachen, dann fahren wir sofort durch. Ja, das hat er dann gemacht. Man muss da wirklich schon kräftig so machen. Ne? Ja, ja. Ja, das ist schon heftig. Und dann ging es halt durch Türkei wieder schön nach Hause. Wo Sie gerade gesagt haben, dass die Range Rover immer stecken geblieben sind. Was war denn so bei der Entwicklung eigentlich die Benchmark? Kann man da irgendwie, also mit was haben Sie den Wagen denn verglichen eigentlich? Wir haben den Range Rover gehabt, wir haben den Toyota gehabt, wir haben den Nissan gehabt. Ein Fiat Campagnola haben wir auch noch gehabt. Mhm. Das war das Schlechteste, was wir hatten. Aber es macht ja nichts. Ne? Er fuhr und hat Allrad gehabt. Ja. Und was war die Idee hinter dem G? Also wer ist damals auf die Idee gekommen? Man sagt angeblich, weil da war ja der Schah, war ja derjenige, der 20.000 Autos haben wollte. Ja. Ja. Und man ist nicht 200%ig sicher, kam es jetzt von dem, dass der, weil er war ja derjenige, der viele Aktien hatte. Ja, genau, ja. Und dann hat man das Ding halt gebaut mit der Grazer zusammen, weil die hatten ja ihre Erfahrung mit dem Puch, also mit dem Haflinger und auch mit dem größeren, ne, zwei, drei Achser. Und da hat man sich dann zusammengetan. Das Einzige, was die baut in Graz, ist das Verteilergetriebe. Okay. Das ist bis heute noch so. Ja, und, aber sie bauen das Auto zusammen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich dachte, Sie können jetzt mal dieses Gerücht endlich bestätigen oder. Das kann keiner so richtig bestätigen. Nee, genau, egal wie man spricht. Ich habe all das Buch, da steht genau das Gleiche drin. Mhm. Ja? Und insofern kann man nicht sagen, wer der Ursprung ist. Okay. Ja, da stehen Sachen drin, wo man sagen muss, ja, wenn man nach dem Ding geht, dann war es der Schar. Dann war es das so, ja. Okay. Mhm. Und als Sie das Auto verglichen haben bei den Testfahrten, musste der G alles besser können oder gab es bei dem einen die eine Stärke, bei dem anderen die andere? Der G musste alles besser können. Musste alles schlagen? Ja. Mhm. Okay. Mhm. Ja, nun, doch, dass die anderen hatten keine Differentialsperren. Mhm. Und da war das Problem nicht groß. Ganz einfach, da hat man dann Strecken ausgesucht, wo man weiß, da braucht man eine Differentialsperre, sondern dass das Rad in die Luft hängt oder sowas. Ja. Und dann bleibt der andere halt stehen. Ja. Ja. Und da lege ich die Sperre ein und geht einfach weiter. Ne? Das sind dann so Feinheiten, wo man weiß, ich bin der Stärkste. Ne? Ja. Aber wenn ein kleiner Motor drin ist. Ne? Haben die nicht da irgendwann nachgelegt? Also Toyota, glaube ich, hat ja auch Sperren und Land Rover ja auch eigentlich. Ja, ja. Ne? Ja. Okay. Land Rover, ne, die haben bloß Mittelsperre reingebaut in ihren Verteiler getrieben. Okay. Okay. Aber in der Achsen haben sie nichts gehabt. Sie jetzt der gehabt. Ineos, was ja aussieht wie ein Land Rover. Dieser Grenadier, ja. Ja, der hat vorne und hinten Sperren drin. Ja, das ist, glaube ich, ein recht ernstzunehmender Geländewagen, oder? Ja, ich sage mal, ich habe neulich eine Strecke gemacht in Merklingen, oben auf der Schwäbischen Alb, das ist ein Steinbruch. Da war ich früher oft rumgefahren, weil der gute Mann fährt auch und geht. Und er sagt, Mensch, du musst kommen, Ineos will bei mir hier fahren und ich brauche eine Strecke, ja, für die Herrschaften. Da habe ich halt eine Strecke gemacht. Da sage ich, aber du, weil ich war mit der A-Klasse da, da sage ich, aber du musst erst mal fahren, ja, ob es überhaupt geht. Das kann nicht sein. Und da habe ich da eine Strecke abgesteckt mit so gelben Pylone. Da fahre ich nicht durch, hat er gesagt. Na, sei in der Hochschaft, sei denn, dann fahre ich. Nee, nee, wenn du fahrst, kann ich sagen. Ja, und dann sind wir das Ding da geschwind mal fertig gemacht. Da sind die da oben rumgefahren, den ganzen Tag. War anscheinend ganz gut und Strecke auch. Weil ich mache dann immer dann mal links, mal rechts schräg, dass jeder was davon hat. Ja. Ja. Das Schlimmste ist, wenn der Fahrer so im Auto sitzt. Weil da hat er immer Angst, dass er rausfliegt. Ne? Ja, ich weiß, der G fällt bei 40 Grad um. Ja. Das hat man hier, hat man ja eine Hebebühne drin gehabt, im LKW-Versuch, da konnte man die vier, wie die Räder stehen, jedes Rad einzeln hochlassen. Okay. Und da haben wir einfach eine Waage dran gemacht, wie schräg das wir jetzt sind. Mhm. Bei 39 stand er noch,
bei 40 konnte man so rumschmeißen. Es ist faszinierend. Also wenn man diese Schräglagen oder auch diese Steigungswinkel, wenn man das mal persönlich erfährt, ist das Wahnsinn. Das kann man sich eigentlich so nicht vorstellen, wie weit das geht. Ich mache das dann immer so, ich stelle da zwei so Hüte hin, Pylon, den einen oben, den anderen unten, so sein, und da fahren sie so zwischendurch. Ich steige aus, ich muss da was machen. Und dann lasse ich die in der Mitte drin halten und dann wackel ich am Auto. Da müssen sie die Gesichter machen. Das ist schon interessant. Ne? Ja, ja. Aber 110% Steigung gibt es im Unimog-Testgelände in Oettingheim, bei Rastatt da unten. Das kann man mit dem G fahren, kein Problem. Mit dem kurzen, mit dem langen geht es nicht, weil er oben auf der Kante unten aufsitzt. Okay. Mit dem kurzen geht es prima. Beim Runterfahren macht man Schiebe da auf, dann kann man sich senkrecht in den G einstellen. Wahnsinn. Aber 110% heißt 49 Grad, oder? Also das ist so, ja, ja. 45 ist 100%, okay. Ja, faszinierend. Das ist also kein Problem. Das ist wirklich faszinierend. Oder auch wenn sie dann auf so schrägen dann stehen bleiben und wieder anfahren, ja, als wäre es nichts. Ne? Da ist ja so eine Treppe drin, ja. Eine richtige Treppe, und dann hat man noch eine 80% Steigung. Ja, da kann man in der Mitte anhalten und wieder losfahren. Das ist egal, ne? Macht überhaupt nichts. Das ist unglaublich. Haben Sie in der Zwischenzeit, als die Konkurrenz dann gemerkt hat, was der G kann und nachgelegt hat, gab es da mal einen, der da nah dran kam? Oder wo Sie gesagt haben, ui, die sind auch gut? Ja, nun, durch das, wenn sie Sperren drin hatten, konnten sie schon mithalten. Mhm. Aber dann habe ich natürlich Strecken ausgesucht, wo es dann ein bisschen kritisch war für die Herrschaft. Das ist halt dann das, die Erfahrung, die man dann hat mit der Zeit. Ja. Und da ist selten einer, der dann sagt, oh, da fahre ich auch durch. Ne? Ja. Ich war oft bei der Militärvorführung in England, da war jedes Jahr eine, und die haben immer wieder Dinge gemacht, wo man gesagt hat, was sollen da fahren? Haben immer die anderen gesagt. Ne? Ich habe mich nicht gesetzt und bin da gefahren und wiederkommen. Dass das geht, hätte ich nie geglaubt. Ja? Die haben da teilweise so Kunststoffmatten gelegt auf normalen Erde. Wenn es da nass gewesen wäre, hätte man über die Kunststoffmatten fahren können, aber auf dem Boden nicht. Ja. Okay. Also das ist faszinierend, was die alles basteln und machen und tun. Das gibt's gar nicht. Die größte Tour war dann 79 in Argentinien. Das seid ihr auch hingefahren? Ja, klar. Unsere Autos sind mit dem Flieger gekommen. Und dann sind wir einmal um Argentinien gefahren. Aus Buenos Aires raus, gen Süden, am Wasser entlang, bis runter nach Rio Gallegos. Und dann drüben wieder hoch durch die Anden bis Bolivien. Ging auf 4.800 Meter hoch. Ja, und da war ein Land Rover dabei. Zwei Land Rover, ein kurzer und langer. Spanische allerdings. Dann hatten wir ein Jeep CJ7 dabei. Und ein Fiat Campagnola. Mhm. Und wir haben einen 240 GD gehabt und einen 230 GD. Der 240 mit seinen 72 Power PS, ne? Fuhr aber auch überall. Mhm. Ja. Und das war natürlich das Problem auf 4.800 Meter oben. Da ist die Luft schon sehr dünn. Ja, ja. Ja. Aber wir hatten das ja gewusst, wahrscheinlich hat man das genau gewusst, weil in dem Auto war eine Einspritzpumpe drin mit Höhenregulierung. Okay. Ja, wie sie in Südafrika verbaut haben. Das ist ja auch interessant, diese ganzen Spezialitäten, die da noch eingebaut werden für die verschiedenen Länder. Ne? Ja, das weiß aber so eigentlich keiner. Nee, eben. Also so diese kleinen Geländegimmicks, die man einfach wissen muss. Die einfach drin sind, ohne dass man es weiß. Ja, so ist es. Bei dem 240er war alles ganz normal, bei dem 230er. Da habe ich, bevor wir so auf 2000 Meter waren, bin mal einen Schraubenzieher genommen und habe ein bisschen den Vergaser verstellt, dass er nicht so viel Sprit kriegt. Mhm. Ja. Hat aber keiner gemerkt, weil da saß immer einer mit vom Militär im Auto, hat alles aufgeschrieben, was wir gemacht haben. Bei alle. Ja. Am ersten Tag sind wir vorne weggefahren, weil jeden Tag ist ein anderer vorne weggefahren. Am ersten Tag war ich vorne dran. Prima. Zweiten Tag war mein Kollege vorne dran mit dem 240er. Dritter Tag, weiß gar nicht, war dann einer mit dem Land Rover vorne dran. Und die haben immer so fahren müssen,
dass sie dem folgen, der der Erste war. Mhm. Ne? Die gleiche Geschwindigkeit. Ja, die Landrover, die haben halt bei 85 Schluss gemacht. Und dann ging da nichts mehr. Ne? Hab ich gedacht, naja, gut, wenn das so ist, ist das auch nicht schlecht. Und als ich dann wieder vorne war, dann habe ich festgestellt, dass die Landrover auf einmal 105, 110 laufen. Ich denke, weil wir hatten einen Servicetag dazwischen. Nein, jetzt muss ich doch mal gucken, was die Jungs bringen. Ja, auf der Ebene schön mit 100, 110 gefahren. Ja, und ein bisschen mehr Gas geben, dass der richtig heiß war, was dahinter wäre. Am Berg hoch. Ober am Berg habe ich gedacht, jetzt machen wir mal eine Pause. Ja. Man muss ja Schlitz auch sein. Ne? Ja. Auf jeden Fall kamen die dann mit ihren zwei Lentis da hochgefahren. Ich kann es nicht sagen, was das für Fahrer waren. Ja? Auf jeden Fall hoch, dann auch Motor abgestellt. Da denke ich, wird lustig. Ja? Also man darf den Motor nicht abstellen? Nee, den muss man noch eine Zeit lang laufen lassen. Ja? Ja. Weil wenn er so warm ist, ja? Wenn die vorher bloß 85 fahren konnten, ja, und auf einmal geht das Ding 110, dann haben sie an der Einflusspumpe was verdreht. Ja, okay, ja. Auf jeden Fall abgestellt. Und dann hat jeder seine Festballe auspackt und dann haben sie alle gefuttert. Und dann sind wir wieder weggefahren. Ich als Erster bei der nächsten Tankstelle bleiben wir dann stehen und tanken. Ich war an der Tankstelle, gucke auf die Uhr, war eine Stunde. Jetzt sind die immer noch nicht da, was ist denn da los? Und dann kam einer mit dem Campagnola und sagt, ja, die stehen immer noch da, wo wir vorhin die Pause gemacht haben. Ja? Dann sag ich, ja. Ja, der große Landrover mit dem Sechszylinder-Diesel, der läuft nicht mehr richtig. Da kommt überall Wasser aus dem Auspuff raus. Da habe ich gedacht, oh, ich weiß, was herkommt. Ja. Dann hat man den Landrover halt auf den LKW gepackt und hat ihn wieder nach Buenos Aires gefahren. Und dann waren wir bloß zu fünf. Und das war der kurzen Landrover gefahren hat, auch in Spanien. Der hat mich so verwundert, der Mensch. Der hat, die Kotflügel gingen nur vorne so hoch und dann haben die in der Mitte vom Rad aufgehört. Und das war ja im August, da geht es ja da im Winter rein. Na, sag jetzt, wie merkst du eigentlich, wo du fährst? Sag, das ist doch ganz einfach. Die Straße geht so und wenn mein Auto waagrecht ist, dann weiß ich, dass ich in der Mitte von der Straße bin. Ich sag, du kannst doch so nicht fahren, das bringt doch nichts. Ja. Ah, was willst du machen, was willst du machen? Dann sind wir an die nächste Tankstelle gefahren, in dem Tankmensch da zwei so Reklameschilder abgeschlappert und hinter dem Zeug Kotflügel gemacht, die noch vorne runtergegangen sind, bis auf die Stoßstange. Ne? Dann konnte er wenigstens mal fahren. Kann ich mal gucken. Hat einen Wasserbehälter drin gehabt für die Scheibenwaschanlage, da ging genau ein Liter rein. Ja, also... Das war schon herrlich, ne? Ja. Wenn man ein Auto so wegschickt vom Hersteller aus und man gibt den Leuten dann so einen Schrottbox, sagt man mal auf Deutsch, ne? Und wundert sich dann, dass die immer mitkommen. Ja. Wir reden vom Range Rover, ne? Nee, das war Land Rover. Ach, der Land Rover. Spanischer Land Rover. Ah, okay, alles klar. Haben Sie den Range Rover auch mal dagegen gehabt? Weil der war ja so eigentlich der Erste, der so auf Luxus auch gegangen ist. Ja, der war damals schon wesentlich luxuriöser wie der G. Schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Der Range Rover hat nur einen Nachteil bei den alten Autos, die wir damals alle gefahren haben. Das war ja Anfang 80er. Ja. Da, wenn man in Kurven gefahren ist, wusste man nie, wo man hinten rauskommt. Wir haben es dann festgestellt, weil unser Auto war ähnlich. Ja. Und dann ist unser Ingenieur auf die Idee gekommen, wir sollten einen Stabilisator einbauen an der Vorderachse. Und von dem Tag an war das Auto so top. Da konnten wir um Kurve fahren, da hing das Rad so weit in der Luft, ja, Kurve innere, und das Ding ist nicht weggegangen. Vorher war das Problem da, dass sich der Gummi, weil die Achsaufhängung, das sind ja so große Gummi, vier Stück. Ja. Und der zieht sich auf in der Kurve. Und wenn der dann am Ende ist, dann hat das ganze Auto so gemacht, als ob es wegging. Ja, okay, aber es ist gar nicht weggegangen. Es ist nicht weggegangen. Ja, okay. Einer unserer lieben Kollegen hat dann am Ausgang von der Einfahrbahn, von der Steilwandkurve, auch gemeint, das Auto geht weg.
und hat dagegen gelegen. Oh, ja. 90 Grad. In der Leitplanke stand er mit dem Auto. Ja. Und dann hat man das mit dem Stabi alles wirklich gemacht. Ja. Dann ging das Ding, konnten wir fahren wie Teufel. Da war eine Spurweite 1425. Die 1450, die kam ja erst später beim 463er. Mhm. Das war dann schon etwas besser, um die Kurve zu fahren. Aber wir haben mit dem anderen genau den gleichen Blödsinn gemacht wie mit dem Preis. Das ist also schon heftig, gell? Und wo Sie gerade sagen, der erste Sprung mit dem G. Ich glaube, ein Bild von Ihnen hat jeder, der das jetzt hier hört, vor Augen. Das ist in dem grünen G, oder? Nur den. Das ist so irgendwie das Bild. Wie heißt die Farbe, das Grün? Agavengrün. Agavengrün, genau. Also eine Farbe, die man ja auch nochmal wieder aufgelegt hat jetzt irgendwie, ja, zum Schluss. Ja, 500.000 schon. Ja, genau. Und da fliegen Sie also über eine Sanddüne und das ist ein so martialisches Foto. Das ist irre. Das sieht bloß so wild aus. Ja, klar. Aber es sieht toll aus. Das war ganz klar, ja. Okay. In Maspalomas da unten, im Sand. Das war Dezember 78. Da haben wir das Foto gemacht. Und seitdem ist das Bild eigentlich überall zu sehen. Ja, ja genau. Ja. Ja. Und überall, du bist doch der, der das Auto gefahren hat. Und ich sage, ja, aber da waren noch 230er drin. Ja. Und kein 240er, weil das wurde nachher umgebaut auf 240, bevor es verkauft wurde. Was war denn so Ihr Lieblingsmotor eigentlich damals? Weil ehrlich gesagt finde ich aus heutiger Zeit 70 PS, 80, irgendwas, das klingt alles so schwachbrüstig. Aber ich meine. Das war schwachbrüstig. Ja, eben. Das war aber damals halt wirklich als Geländewagen konzipiert und da hatte ja auch der Range Rover schon eher, ich finde, man vergleicht die heute immer, die hat einen V8 drin, genau, und natürlich schon auf Leistung ist 170 gefahren oder was, oder 160. Also das war schon. Das Problem an der ganzen Sache war das, dass man das Auto im LKW-Bereich aufgebaut hat, ja, weil die Herrschaften, die dort vorne dran saßen, die kannten halt alle nur den 601er, quasi Sprinter-Vorgänger. Ja. Ja, und da haben die 72 Power PS und 240er vollkommen gereicht. Ne? Ich habe immer gesagt, das ist doch ein Scheiß, was man da drin hat. Ja. Ich wollte dann immer einen 280er fahren, den man hatte. Ja. Manchmal ging es, manchmal nicht. Egal. Aber man hat es halt versucht. Und ich, durch das, dass ich zu der Zeit noch deutsche Geländewagenmeisterschaften gefahren bin, in ganz Deutschland rum, mit einem Kollegen vom Vertrieb, der Heinz 90, ja. Und zu dem habe ich immer gesagt, müsste man einen gescheiten Motor da drin haben, 8 Zylinder müsste da rein. Ja, was haben unsere Ingenieure gesagt? Der passt da nicht rein. Was habe ich gemacht? Man hat ein Auto verschrottet. Und durch das, dass ich ein bisschen bekannt war in der Firma, weil ich ja der Papst gefahren habe, 80. Ja. Das haben Sie auch noch vorher gemacht. Das müssen Sie jetzt zuerst erzählen. Das war 80, ja. Da habe ich den Papst gefahren. Und bis dahin war der Motor einfach mit 90 PS, der 230er, hat vollkommen ausgereicht. Ja. Mit dem Auto hat man 3/4 Jahr gebaut, bis es fertig war. Da bin ich, halbes Jahr jeden Morgen von hier mit dem PKW nach Sindelfingen gefahren, dass ich gewusst habe, wie das Auto gebaut wird, wo die Heizung ist, wo und. Das Beste an der ganzen Sache ist ja zum Lachen, aber es war so. Ja, das haben wir dann abends da unten gehabt. Und dann sind wir da im LKW-Bereich, gibt es eine Tankstelle. Der große Platz und da ist mittendrin die Tankstelle. Und dann haben wir jemanden gesucht, der so groß ist wie der Papst. Wieso suchen wir jetzt einen, der so groß ist? Zufällig war das einer unserer Direktoren, der Krämer. Ja, dem hat man dann ein weißes Mäntel angezogen, hat ihn da hinten reingestellt und außenrum sind bestimmt 20 Leute gestanden und ein paar Elektriker und die haben dann die Lampen so eingestellt, dass der keinen Schatten im Gesicht hatte. Ja, gut. Das hat etwa 2 bis 3 Stunden gedauert, wie wir da um die Dinge so gefahren sind. Und am nächsten Tag bin ich dann auf die Einfahrbahn gefahren, auch spät abends, weil da war da nichts los. Da haben die mir gesagt, so, jetzt darfst du die Einfahrbahn befahren, weil wir haben sie gesperrt. Da sage ich, wie, ihr habt sie gesperrt? Wieso denn? Ja, du darfst ja bloß 3 km/h fahren.
Schneller darfst du gar nicht fahren mit dem Auto. 3 km/h? Ja. Also so viel Untersetzungsgetriebe hatten sie ja gar nicht, dass man das hinkriegt. Ja, nur so Untersetzungsgetriebe war ja gut. Aber das Problem war das, da waren überall Messstellen drin. Ja. Man hat wissen wollen, ob das Getriebe und der Motor die kleinen Geschwindigkeiten aushält. Okay. Und so hatten wir etwa 100 Messstellen drin in dem ganzen Auto. Ja. Und dann bin ich da 3 Stunden, glaube ich, im Kreis rumgefahren wieder. Mit 3 km/h? Ja. Das ist ein spannender Job. Ja, den Wagen laufen lassen, nochmal einen Kaffee trinken und hinterherlaufen dann. Und was war das für ein Wagen, das Papamobil? Steht übrigens im Museum. 230. Ne? Und 230? Vergasermotor. Okay. 113, 99 PS, den hat es auch mit 106 PS gegeben. In diesem Perlmutt-Weiß? Ja, oder so, Perlmutt-Weiß. So Perlmutt-Weiß mit goldenen Felgen und diesem Riesenaufbau hin, mit diesem Glasaufbau. Ja, jetzt hat er ja das Lexan drauf. Ja, war der Schuss sicher damals? Attentat. Nee. Das Lexan, ja. Das okay, ist 4 cm Lexan. Aber damals noch nicht? Damals nicht, du hast 8 mm Plexiglas. Okay. Mhm. Und ich sage immer so, wenn man das Ganze so mitgemacht hat mit dem Papst, die ganzen Touren durch die verschiedenen Städte durch, ja, man hat es eigentlich nicht ganz glauben können. Ich habe das auch das erste Mal gemacht. Das, da haben wir so gleich drüber gesprochen. Also Sie haben den dann getestet auf der Einfahrbahn. Ja, ja. Und dann sollten Sie auch den Papst fahren. Wie sind die auf Sie gekommen? Das war ja ganz lustig. Also der Einzige, der Katholik war, oder was? Naja, Moment, das ist ja eine Story. Unser Hauptabteilungsleiter, ich lege im Auto hinten drinnen zum Cabrio oder was es war, und dann kommt der Hauptabteilungsleiter und sagt zu mir, Herr Wagner, sind Sie katholisch? Dann sage ich, ja, warum? Dann stellt sich der so hin, der war ja, 1,90 groß, ne? Sind Sie gewillt, eine höhergestellte katholische Persönlichkeit zu fahren. Um was geht's denn überhaupt? Ja, der Papst kommt nach Deutschland und wir bauen ja gerade Auto. Da sagt er, ach, aha, bis dahin wusste ich es ja gar nicht. Da sagt er, wenn Sie meinen, ich bin der Richtige, dann mache ich das glatt. Ja, ist mir gerade egal. Ja. Und so kam ich dann zu, Papst zu fahren. Wirklich? Also die haben nicht ihre eigenen Leute gehabt? Und haben sie vom Fuhrpark, ne? Ja, haben sie die kannten sich auch mit dem Gene aus. Ja, okay. Die Leute vom Fuhrpark. Ja. Haben sie dann auch so ein Sicherheitstraining oder sowas absolvieren müssen? Oder? Nee, okay. Da fuhren wir ja nicht schnell. Es war ja gemütlich, ja, okay. Ganz gemütlich. Schlimmste an der ganzen Tour, egal wo, aber hauptsächlich in Köln, waren die Motorradfahrer, die vor einem herfahren. Mhm. Ja, die hatten ja damals noch die BMW mit den Boxermotoren. Dann sind die drei vorderen sind so knapp immer aneinander gefahren, dass die mit den Zylinderköpfen aneinander angestoßen haben. Ja. Und ich habe dann, als wir mal wieder kalt haben, habe ich zu den Jungs gesagt, mein Fahrer doch ein bisschen weiter auseinander. Ich muss immer auf euch aufpassen und auf den dahinter drin. Ja. Weil wenn der, da war so eine Stange drin, ja, wenn der danach gegriffen hat mit seinem Ring, patsch, hat es immer gemacht. Ja. Und das haben sie dann auch darauf geachtet. Ja, ja, du musst bloß, und dann sage ich, ja, wo geht's denn überhaupt hin? Ja, fahr doch bloß uns hinterher, dann weißt du, wo es hingeht. Dann sage ich, ja, ihr seid schon gut, ne? Und da war in der Nähe vom Dom, und da der Dom ist hier in der Nähe, aber ein Stück weiter hinter, ein Haus, was weiß ich, von uralt. Ja. In Köln. In Köln, ja. Ja. Und dann wollten die Herrschaften, Leute, da ist ja vom Bund der Protokollmensch dabei, von der Stadt der Protokollmensch, vom Landen Protokollmensch. Ja, ich soll jetzt hören, ich höre auf den, was mir recht ist. Ja. So habe ich mir gedacht, weil der eine hat einmal zu mir gesagt, und wenn du meinst, das geht so nicht, dann mach so, wie du es für richtig hältst. Da habe ich gedacht, pass auf. Und dann hätte ich so da umdrehen sollen auf der Straße, dass der Papst rechts aussteigen kann. Weil man wollte immer nur, dass der rechts aussteigt. Okay. Ja? Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, das geht nicht. Dann bin ich halt vor die Straße gefahren, habe links das Ding rausgestellt, bapap, dann schaut er raus und dahinter in die alte Kirche oder was das auch immer war. Ich habe kein Problem gehabt. Und solange der da in der Kirche war, habe ich es halt auch umdrehen. Ne? Manchmal muss auch mal einer aus dem Volk kommen und ihm zeigen, was geht, oder? Ja, es ging einfach nicht anders. Ne? Ja, klar. Wenn ich das gesehen habe, was dauernd abging, und was die Leute ins Auto geworfen haben, an Schmuck. Jeden Abend haben wir so ein Kistel Schmuck rausgeholt aus dem Auto.
und haben es dann dem Herrn Kardinal oder wer es auch immer war, in die Hand gedrückt. Ja. Also das muss so eine Kiste gewesen sein, als man fertig war. Das ist unglaublich. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ist das Papamobil zum Fahrerraum offen? Oder ist das komplett zu Asyl? Nee, da ist eine Gegensprechanlage drin. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja, er hat mir mal zum Geburtstag gratuliert. Der Papst wusste, wann Sie Geburtstag haben? Ja. Das können aber auch nicht viele Mercedes-Mitarbeiter sagen, oder? Nee, es war komisch. Es war in Bonn. In Bonn war es. Ja, der kommt morgens raus. Ich halte ihm schön die Tür auf. Ich gratuliere ihn auch zum Geburtstag. Wahnsinn. Ja, habe ich auch gedacht, woher weiß jetzt der das, dass ich ihr Held Geburtstag habe? Hat er eine Flasche Rotwein dabei gehabt? Genau. Eher war immer so. Ein paar Platten. Mit Kerzen drauf. Naja, das sind schon komische Sachen vorkommen. Aber war das für Sie auch so ein besonderer Moment, den Papst persönlich zu treffen? Franz Beckenbauer musste erst Weltmeister werden, um ihn mal persönlich treffen zu dürfen. Ja, für mich war das nichts Besonderes. Also wirklich nicht. Weil dann sind Sie kein echter Katholik. Ich weiß, ich bin später ausgetreten. Oh Gott, das auch noch. Nach der Tour bin ich dann 91 ausgetreten. Ja. Dann hat der Pfarrer in Winnenden zu mir gesagt, wieso treten Sie denn aus? Dann sagte ich, ich habe 80 den Papst gefahren. Ich habe alles erlebt, mehr geht nicht. Und wenn ich da sehe, wie in der Kirche mit Geld umgegangen wird, dann kann es einem nur schlecht werden, sonst gar nichts. Was hat der Pfarrer gesagt? Sind Sie lieber ruhig, sage ich nicht mehr. Ja, gut. Na, hier hört es auch keiner. Ja, macht ja nichts. Nee, ich sag nur, ne? Solche Dinge. Ja. Das ist also, wenn man das gesehen hat, dann. Nee. Aber ja, trotzdem beeindruckend, das Papamobil zu fahren. Das ja, gar nicht, dass das war was Netz, ne? Ja. Dann sind wir ja da in Mainz, wo das war. Ja, da war so ein alter Flugplatz irgendwo oben. Und da sind. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute gestanden. Und da haben sie in der Mitte so eine Strecke gemacht, geht auf dem Gras und es hat geregnet. Und das Auto hat natürlich solche Radeln drauf. Mhm. Da habe ich gedacht, nee, jetzt langsam fahren, da bleibt man stecken. Und da durften halt die Jungs, die da vom BKA oder LKA waren, die da immer aufgepasst haben, die waren dann etwas schneller und die haben dann geschimpft und gesagt, ich sage, Jungs, wenn ich stecken bleibe, hätte ich auf der Schieber müssen. Dann war es schon gut, dass du so schnell gefahren bist. Naja, also es sind Dinge vorkommen, in Köln zum Beispiel. Das war am ersten Altar, steigt da aus, geht zum Altar und denke, ja, jetzt kann ich warten, bis der wieder fertig ist und kommt. Kommt eine Frau, ich möchte jetzt da hinsetzen, wo der Papst saß. Also, wie, Sie wollen da hinsetzen, wo der Papst? Ja, das steht mir doch auch zu. Wenn der da hocken kann, kann ich doch auch da reinsitzen. Also, tut mir leid, aber ins Auto keine Chance. Sie können sich hier am Türgriff festhalten. Den hat er auch festgehalten. Ja. Den hat er nicht festgehalten. Die stand da in der ganzen Zeit, solange der da oben seine Rede geschwungen hat. Und hat den Türgriff in der Hand gehabt, neben der hätte Bombe explodieren können, die hätte dann nicht losgelassen. Ein göttlicher Moment für Sie. Genau so. Ja. Also Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Ja, dieser Personenkult, das ist auch etwas, was mir so abgeht. So erlebt, dann denkt man eigentlich, ja, irgendwie haben die doch alle einen Schaden. Ja. Das kann es eigentlich nicht sein. Ja. Ja, und dann haben sie natürlich jeden Abend das Auto kontrolliert. LKA, BKA, ob nicht irgendwo irgendwas eingebaut ist, was da nicht hinkehrt. Das Beste war dann in Bayern, in Altötting. Da haben wir dann das Auto ausgeladen, war bei der Mercedes-Werkstatt, war das drin. Und dann sind die Jungs gekommen und haben das Auto kontrolliert. Sie brauchen da gar nicht ins Auto gehen, das können wir alles alleine machen. Ja, prima, wenn ihr das alleine macht, dann macht ihr das alleine. Und bin da außen gestanden und habe zuguckt, als sie dann fertig waren. Dann sage ich, jetzt seid ihr fertig. Dann habe ich zu denen gesagt, jetzt kann ich ja den Zentner noch Dynamit rausholen aus dem Auto. Da gibt es nirgendwo was. Dann sage ich, guckt mal, wenn ich jetzt den Rücksitz nehme und hebe den hoch, das ist unten so breit wie das Auto ist, so hoch ist der Platz. Ne? Aber wenn ihr auf meinen Dings verzichtet, ist eure Sache nicht meins. Ja? Das war schon lustig. Ne? Die standen dann alle ganz begossen da. Und am nächsten Tag ist dann derjenige, der größte war von denen, der ist vorm Auto hergelaufen. 5 Meter vorm Auto.
Und wenn der stehen geblieben ist, dann muss die natürlich auf der Bremse drücken, ist klar. Ja. Dann ist der hinten immer wieder, hat's gemacht, aber heftig. Das war das erste Mal kalt. Dann bin ich ausgestiegen und bin zu dem Vorgang und sage, wenn du jetzt da vorne nicht mindestens 15 Meter Abstand nimmst von mir, ja, dann fahre ich dir die Absätze ab. Ja? Das hat er verstanden. Ja? Und siehe da, auf einmal ging das. Ja? Und da war dann, da sind wir da rumgefahren und sind dann auf Theresienwiese gekommen. Und auf der Theresienwiese, da ist mir der Stift gegangen, sage ich mal. Ja? Da kam einer mit dem Rollstuhl aus der Menge rausgefahren, aufs Auto zu. Und der Papst sagt, wir bleiben so stehen. Ja gut, bleib stehen. Und dann gibt er dem Papst eine Kerze ins Auto, so lang, so dick. Ja, und der hat die Kerze genommen. Aber keiner von den Jungs, die da dabei waren, hat sich darum gekümmert. Ja, und hat denke ich, oh, ihr seid doch bescheuert. Ja, da kann ja sonst irgendwas drin sein, ja, in dem, klar, Teil. Ja. Ja, ich habe dann bloß noch 100 Meter gehabt, bis dahin, wo der Papst ausgestiegen ist. Was will man machen? Man fährt halt dahin. Ja. Dann bin ich raus, bin hinten rein, hab das Ding da rausgeholt. Weil vor mir war noch ein gepanzerter 600er und hab's dann in den Kofferraum reingelegt. Das geht aber noch weiter. Ja? Und von da an ist er ja dann nachher nach Hause geflogen. Sind wir nach Riem gefahren. Papst ist hoch, sein ganzes Gefolge mit hoch. Und dann denke ich so, jetzt ist Zeit, die Kerze rauszuholen. Ja, bin an den Panzer, die Kofferdeckel auf und nehme die Kerze und gehe, wie wenn es da zukehren würde, die Gänge hoch. Ich war noch nicht halb oben. Halt, 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 halt. Die müssen wir doch röntgen. Sie kann schon nicht. Ja, genau. Ja. Dann sage ich, aber auf der Terrasse, wie es war, ist das alles egal. Ja. Ja. Aber da gab es noch kein Attentat auf ihn, ne? Aber trotzdem. Ja. Das hätte ja alles sein können. Ja, ne? Klar. Klar, wir haben sie auch geguckt. Ne? Ja, und wie. Ja. Aber nach dem Attentat durften sie nicht mehr fahren, oder? Nee. Da haben sie jemand anders gemacht. Herrschaften von der GSG 9 und so. Und ja. Da haben sie ja in München, da haben sie ja noch den, glaube ich, den späteren Papst auch noch getroffen, wahrscheinlich den Ratzinger. Der Ratzinger, ja, der war auch dabei. Rumgelaufen, ja, sein, da oder? Waren einige dabei. Ja, ja. So. Da ist also einiges da rumgerannt. Zum Mittagessen waren wir im Dom, da ist irgendwie so ein Haus, wo die alle wohnen. Ja, ja. Da haben wir dann Mittagessen. Aber das, ja, war halt Mittagessen. Ja. Aber was Spezielles war es nicht. Nein, das ist ja, der Papst ist ja ein Mann des Volkes. Der muss ja nicht so dick aufgetischt bekommen. Halten sich ja fast alle ran. Ja, wenn man das gesehen hat. Ja. Na, krass. Manchmal konnte man nur noch den Kopf schütteln. So war das also mit dem Papst. Und jetzt erholen wir uns mal eine Woche. Und nächsten Donnerstag hört ihr, wie diese Versuchsfahrt weiterging. Und dann bin ich zu unserem Direktor rein, Göring, und sage ihm, ob ich nicht das Auto haben kann. Aber was will jetzt denn mit dem Ding? Sag, ja, ich will den aufbauen zum Teilauto. Ja. Hab dem aber nicht gesagt, dass ich noch in der Motorenabteilung einen gebrauchten V8 gekauft habe, 3,8 Liter. Hab dann das privat beim Kumpel gemacht, den Feinger Hinsand. Und dann habe ich ihn Göring angerufen, unseren Direktor. Ich habe ihn gefragt, ob er mal ein G mit dem 8-Zylinder fahren möchte. Das war 81. Wie mit 8-Zylinder? Der passt doch gar nicht rein, haben sie mir gesagt. Dann sage ich, komischerweise bei mir passt er rein. Ja, habe das Auto, muss ich gesehen haben. Dann sage ich, steht draußen bei einer vor der Tür. Und wer von euch schon mal in einem G mit V8 mitfahren konnte, der kann die Faszination nachvollziehen. Wem eine Woche warten zu lange dauert, der kann mal bei Future Classics reinhören, meinem neuen Podcast zusammen mit Jens Seltrecht und Frank Otero Molanis von 2 aus 11. Da hört ihr jeden Dienstag eine neue Folge oder am Mittwoch nochmal das inzwischen kostenlos anhörbare 50 Millionen Dollar Auto, meine Jagd nach einem ganz besonderen Porsche 917. Spätestens am Donnerstag freue ich mich aber auf ein Wiederhören hier in der alten Schule. Bis dahin eine unterhaltsame Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.